Seid ihr bereit für die nächste Performance? Absolut. Dauer bleiben, ja. Zwei an der Zahl kommen jetzt nämlich noch. Und die nächste Performance kommt im Doppelpack. Wir freuen uns auf Lou Letto und Mo Steckenstein. Geiler Duo-Name. Schon wieder Anzüge. Ey, ich werde wahnsinnig. Ja! Ich wir haben alle einen Anzug heute Abend. Gab es ein Briefing? Da stand drin, bitte alle heute Abend in angemessene Abendgarderobe. Aber wirklich? Mo, komm mal her jetzt. Das wirkt irgendwie ein bisschen devot. Verstehst du? So. Der Mo ist ein sehr guter Freund, schon seit langer Zeit, ein unheimlich guter Sänger und hat bestimmt auch noch positive Eigenschaften, aber meistens geht er mir auf die Nerven. Ich hab dich aber trotzdem lieb. Die Lou ist, glaube ich, die treueste Seele auf diesem Planeten, eine fantastische Sängerin, eine gute Freundin und weil das alles stimmt und wir quasi eins sind, treten wir heute hier als Duett an. Ich glaube, wenn die Leute uns das erste Mal sehen, sortiert uns keiner in die Kategorie Sänger, Performer ein. Weil wir grundsätzlich, wenn wir uns jetzt nicht mal schick machen, so wie heute, grundsätzlich schon sehr lappenmäßig unterwegs sind. Das ist gut gesagt. Hier, ich weiß es. Ich fühle immer noch wie damals, noch genauso, du Idiot. Wir beide machen hauptsächlich Soul-Musik. Wir lieben auch am ehesten Soul-Musik. Und wir sind gut in emotionalen Songs. Wir sind gut in diesem Genre und in Balladen und sowas. Das ist so unser Steckenpferd. Und deswegen haben wir einen Song genommen, der emotional hoffentlich sehr, sehr berühren wird. Gerade Mann-Frau-Duette finde ich immer mega. Wenn es natürlich gut gesungen ist. Das wird ziemlich krass. Was gut ist, wäre jetzt schön. Wirklich. Das Schöne ist, wäre jetzt auch gut. Kurz vor dem Auftritt trinke ich einen Sekt. Was? Wo kriegst du den denn her? Den werde ich mir herzaubern. Okay. Wünschen würden wir uns, glaube ich, 90 Stimmen aufwärts. Ob das realistisch ist, wird sich dann letzten Endes zeigen. Aber wenn 100 Leute da sein, das ist so eine utopische Vorstellung, das wär Wahnsinn. Also ich glaube, emotionaler Overkill in dem Moment. Aber sie sehen auf jeden Fall mega zusammen aus. Ja. Und sie hat eine sehr tolle Ausstrahlung. Super. Ja, schönen guten Tag, 100. Wir sind Lou Letto und Moritz Steckenstein und ja. Und wir hoffen, dass ihr den Song genauso fühlt, wie wir es tun. Viel Spaß. Das könnte ja ein Liebesduett sein. Oh ja, ein Liebesduett wäre schön. Ich hätte jetzt mal Lust auf Love. Lieber Gott, bitte keinen Schlager. Ich weiß, ich glaube nicht an dich, aber bitte keinen Schlager. Bitte. Aber Schatzi, du weißt, dass ein Schlager kommen muss. Auch irgendwann. Wir haben hier ja alles. Oh! Bisschen nervös, nur ein bisschen. Ich glaube, er ist nervöser als sie. Er brauchte die Umarmung. Ja, er brauchte die Umarmung. It's been 7 hours and 15 days. Whoa. Since you took your love away. I go out every night and sleep all day. Since you took your love away. Girl, sing it. Das ist unser Lied. Man geht das Ding denn an. Nothing compares to you. No, 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 no. I know that living with me, baby, will sometimes hurt. Give it a night.
Tag. Oh nein, komm mal. Ich auch. Danke. Dankeschön, ich kann gar nichts sagen. Dankeschön. Es sind 100 Stimmen. Premiere bei All Together Now. Die 100 hat noch niemand geknackt. Ihr habt es geschafft. Danke euch. Sandy sagt es gerade schon so schön, ja. Nothing compares to you. Und wenn Sandy das sagt, dann bedeutet das nochmal was. Nicht nur, weil sie eine von diesen 100 ist, sondern weil Sandys Mama auch schon mit Sinéad O'Connor auf der Bühne stand. Oh yes, 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 ja. Aber das, was ihr uns heute gegeben habt, ich habe Mama-Feeling bekommen. Sie lebt seit 1,5 Jahren nicht mehr. Darum Dankeschön. Nothing compares to you. Dankeschön. Den Song gab es in der Prince-Version natürlich. Es gab ihn in der Sinéad O'Connor-Version. Und wir durften heute der Mo und Lou-Version lauschen. Und es war wirklich ein Fest für die Ohren. Auch für Igor. Ihr habt mich wirklich auf die Palme gebracht. Aber in guten Musik. Ja, no comment. Ich bin ausgeflippt. Igor ist sprachlos. Danke. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos, Kinderchen. Ich bin sprachlos. Danke. Einfach danke. Wir hatten einfach alle unglaubliche Gänsehaut, auch du, liebe Lea. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin fix und fertig. Also das war so der Song aus meiner Kindheit, wo ich ganz, ganz klein war, wo meine Mama mir immer erzählt hat, du saß im Auto so, to you. Genau. Mehr konnte ich leider vom Text nicht. Also das war unglaublich, eure Stimmfarben, euer Feeling. Also ich hätte es nicht glauben können, wenn nicht alle 100 aufgestanden wären. Aber wir scheinen alle Geschmack zu haben. Also danke, von daher, ihr habt es so well deserved. Danke. Ihr habt also unglaublich. Dankeschön. Holt euch die 10.000, sag ich nur. Danke. Go for it. Lieber Philo, wir hatten auch eine großartige Zeit mit dir. Und du standest da lange, sehr lange. Sehr, sehr lange. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich kann mich jetzt mal kurz setzen. Dankeschön, Philo! Die zwei Ladies rücken einmal weiter. Und auf Platz 1 stehen Lou und Mo mit 100 Stimmen. Das ist bei mir noch gar nicht angekommen.